Wir wurden heute Morgen hierher alarmiert zu einer Freisetzung von Chlorgasen. Vor Ort stellte sich relativ schnell heraus, dass heute kein Badebetrieb stattgefunden hat. Daher hat es schon mal viel Druck aus dem Einsatz genommen. Es wurde der zuständige Schwimmmeister alarmiert. Mit dem Eintreffen des ABC-Zugs war dann auch ein Schlüssel vor Ort, sodass der Chlorgasraum kontrolliert werden konnte. Es konnte eine Freisetzung von geringer Menge Chlorgas festgestellt werden. Die weiteren Messungen ergaben dann im weiteren Verlauf noch 1 ppm an Chlorgase in den Räumlichkeiten der Chlorgaslagerung. Des Weiteren wurde im Keller der weitere Verlauf der Chlorgasleitung kontrolliert. Die Freisetzung beschränkte sich auf den Chlorgasraum. Dieser wurde von uns belüftet. Dort drin wurden sämtliche Chlorgasflaschen verschlossen. Anschluss wurde jetzt die komplette Anlage nach Freimessen dem zuständigen Schwimmmeister übergeben. Nee, Menschen waren zu keiner Zeit gefährdet, da wie gesagt kein Badebetrieb im Schwimmbad war heute.